Ja, hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir versuchen heute mal etwas anderes. Und zwar fahre ich auf ein Turnier nach Kaiserslautern zum Battlebee, zum Kilian. Grüße gehen raus, Kilian. Und ist mein erstes Turnier dieses Jahr. Ich werde noch kurz was zum Thema Turniere sagen, was mich auch angeht, bevor wir weitermachen. Ich werde mich auch einige Male jetzt schon gefragt, ich werde dieses Jahr wohl keine Turniere machen können, vor allem nicht in der Spielepyramide. Ich bin am Versuchen und am Gucken, vielleicht gerade für meine regionalen Leute hier einfach auch, die sich so um mich rum ein bisschen versammelt haben, dass ich noch was Kleines irgendwie auf die Beine gestellt bekomme. Aber die Spielepyramide möchte dieses Jahr noch keine Turniere machen und auch keinerlei Hobbyabende. Stand jetzt. Ich habe da schon mehrmals das Gespräch gesucht. Ich finde es sehr schade. Wir haben hier eine sehr große Gruppe an Spielern. Wir sind so um die 36, 38 Leute. Es haben jetzt wieder zwei neue Leute angefangen. Problem ist halt wirklich so für uns, sage ich mal, ein bisschen der Spielplatz. Das ist alles bei uns ein bisschen ungewiss im Moment. Klar, ich lade immer wieder Leute auch zu mir zum Spielen ein. Ich werde demnächst mal bei mir einen Hobbytag machen, dass man hier mal zwei Partien parallel zockt, dann auf meinen Tischen. Und ich euch dann vielleicht mit dem Camcorder auch ein bisschen mitnehme, dass ihr mal seht, wie das so bei uns ein bisschen abläuft. Aber es ist für mich mit Turnieren im Moment organisieren überhaupt nicht einfach. Ich habe natürlich auch ein paar Lokalitäten mal angeschrieben, ob man da einen Raum mieten kann oder so, aber bisher ist es echt bei uns in Nordbaden-Württemberg, sage ich mal, Umkreis Karlsruhe, Bruchsal, Heidelberg, echt nicht einfach. Dafür ist unser Hobby auch ein bisschen wenig attraktiv, sage ich mal, für einen Gastronomen, so wenn er uns einen Raum zur Verfügung stellen wird, weil, sind wir mal ehrlich, wir Tabletopper konsumieren Plastik und wenig Getränke oder andere Dinge. Also wenn wir unsere Turniere ja zocken, dann sind wir ja wirklich so fokussiert auf unsere Spiele. Da verdienen die Gastronomen, wenn man da halt versucht, darüber irgendwas vielleicht anzumieten noch oder andere Vereine, verdienen die halt einfach nichts. Ja. Gut, so ein bisschen mal Feedback, wie es bei mir aussieht mit Turnieren. Also wenn dann kurzfristig ein bisschen was Kleineres für meine regionalen Leute, aber auch ob das klappt, ist sehr ungewiss aktueller Stand. Ja. Ich hoffe, dass es halt 22 für mich auch wieder leicht wird. Vielleicht hat dann auch die Spielepyramide wieder Interesse dran. Aktuell haben sie einfach zu viele Bedenken und Fokus auf andere Dinge. Wie gesagt, auch die Hobbyabende sind bisher bei uns tot in unserem lokalen Händler. Ich hoffe, dass sich das Ganze auch mal wieder bessert. Gut, nun zum eigentlichen Thema. Sorry für dieses etwas umfangreiche kurz, wie bei mir mit Turnierisch. Also, ich stelle euch mal kurz vor, was ich denn beim Battlebeer-Turnier spielen werde. Ich bin auch sehr gespannt auf die Location von Battlebeer, denn wer denen auf Instagram folgt, hat gesehen, die haben auch eine neue Location. Ich bin gespannt auf die neue Location. Dann kann man ja auch ein bisschen so in die Glaskugel schauen, was ist denn da auch vielleicht mal später möglich an anderen Events oder welche Eventgrößen können die denn von Haus aus stemmen. Ich stelle euch jetzt meine Armee vor und zeige euch dazu auch die Figuren. Meine Armee 799 Punkte werden angeführt von General Kenobi. Dieser gute Jedi-Meister hat ausgerüstet die Karte Hartnäckigkeit. Er hat auch ausgerüstet den Machtstoß und Machtreflexe. General Kenobi ist auch nicht mein einziger Commander, denn ein Klon-Commander bekleidet ihn und mit der Karte Wachsamkeit. Und der tapferste Droide im ganzen Star Wars-Universum ist auch mit am Start, R2-D2. Die drei werden begleitet von drei Korpseinheiten. Die erste Korpseinheit ist ein Wolfsrudel, also ein Phase 1-Klon-Trupp ohne irgendwelche Ausrüstung. Mit dabei ein Phase 2-Team, Masoka-Bemalschema, ausgerüstet mit einem Z6-Truppler für etwas mehrere Feuerkraft. Dann als dritte Korpseinheit habe ich dabei ein weiteres Phase 2-Klon-Truppenteam mit Fives als Anführer. Und kleine Besonderheit, auch einem Sanitäter. Sanitäter bei den Klonen können nur eine Wunde heilen, aber sie schießen dafür mit. Im Vergleich zu anderen medizinischen Unterstützungseinheiten. Das ist dann so mein Zentrum der Armee. Unterstützt wird dieses Zentrum von zwei kleinen ARC-Teams. Nichts Besonderes, zwei Sniper-Teams im Prinzip bei der Republik. Jetzt kommt die Besonderheit, weil wir es sehen können, allein schon mit dem Commander und auch der Korps so wenig waren, es ist keine Infanterieliste. Ich spiele zwei AT-RT tatsächlich. Wer meinen ersten Spielbericht angesehen hat mit Mirko, das ist tatsächlich die Liste, auch die ich in diesem Spielbericht gespielt habe. Und ich möchte einfach mal zeigen, hey Leute, traut euch mal, was anderes zu spielen, als diese öden, langweiligen
Kloninfanterielisten. Wenn es natürlich euer Stil ist, sei es euch vollkommen verziehen, aber wenn ich halt höre, man könnte nichts anderes spielen, das ist einfach Blödsinn, das ist einfach, tut mir leid, ein bisschen Bequemlichkeit. Ich möchte euch zeigen, dass es geht. Was ist denn so mein Gedanke zu der Liste einfach auch? Bevor wir dazu kommen, mal kurz die Befehlskarten noch. Ich habe alle drei Kenobi-Karten mit am Start. Außerdem habe ich alle neuen Republik-generischen Karten, sprich Luftunterstützung. Jetzt habe ich den Namen der Fahrzeugkarte vergessen. Auf jeden Fall die Republik-Karte für das Fahrzeug, dass dieses Fahrzeug koordinieren könnte, auch mit der 1er-Pip. Und noch mit dabei als letzte Karte die Karte Angriff der Klonkrieger. Also keinerlei R2-D2-Karte tatsächlich. Ich spekuliere darauf, dass mein Gegner davon ausgeht, dass ich die 1er-R2-Karte habe. Soll er ruhig denken. Mein Befehlstext sieht ein bisschen anders da aus. Kann ich für mich anderweitig auch ausnutzen, weil ja der Gegner nicht weiß, welche Befehlskarten man so in seinem Deck hat. Ne? Gut, nun zu meinen Gedanken zur Armee an sich. Warum zwei AT-RT? Der Gedanke ist, dass diese beiden AT-RT auch für leichte Deckung sorgen könnten. Denn von dem Regelwerk ist so, Kampfläufer erzeugen leichte Deckung für Truppler, die hinter ihnen stehen. Habe ich jetzt mal einen Spieltisch vielleicht erwischt dann beim Pairing später, der nicht ideal bestückt ist mit Gelände für mich oder irgendwie eine Seite zu offen ist, dann für meine Aufstellungszone, nehme ich einfach die beiden Läufer, stelle die da in die Ecke oder die Seite und generiere so zumindest leichte Deckung. Dann habe ich zumindest leichte Deckung als gar keine Deckung. Außerdem haben die AT-RT durchaus auch ohne Waffen relativ gut Wumms, wenn man mit denen zusammenspielt. Schießt mit der Feuerunterstützung. Sprich, ich eröffne das Feuer mit einem AT-RT, möglichst so, dass ich keinerlei Deckung beim Gegner habe, dass ich einfach eine klare Sicht auf das Ziel habe. Und eine Einheit der Phase 2 oder auch der Phase 1 wird dann mit Feuerunterstützung mithelfen, da ordentlich Schaden zu machen. Vorteil für mich ist einfach, ich kann leichter dafür sorgen, dass ich ein Ziel beschieße, was keine Deckung hat, aufgrund der Höhe des AT-RTs einfach auch. Und der AT-RT hat ja von Haus aus Angriffsenergie auf Treffer drehen. Außerdem hat er kritisch 1, das heißt, ich komme auch gut durch Deckung durch nochmal, selbst wenn dann doch mal was in Deckung stehen sollte oder vielleicht einen Niederhalten hat. Und er hat Wucht 1. Also auch gegen leichte Fahrzeuge oder gerade zum Kritz rausfischen mit Vorunterstützung einer Kloneinheit sind die AT-RTs gar nicht mehr ganz so doof. Außerdem sind die AT-RTs ein bisschen haltbarer als die Rebellen-AT-RTs. Das sind so die Pläne zu den Läufern. Kenobi wird das Zentrum der Armee versuchen, immer natürlich zu beschützen mit seiner Beschützerfähigkeit in der Soresu-Meisterschaft. Er wird auch immer in der Nähe des Phase 2 Trupps mit Fives irgendwie rumspringen. Denn falls Kenobi einfach mal wirklich total versagt bei dem Verteidigungswurf, habe ich zumindest die Möglichkeit, mal noch eine Wunde zu heilen. Und Fives wird dank des Klon-Commanders immer aktiviert sein oder einen offenen Befehlsmarker einfach haben. Denn ja, der Klon-Commander wird einfach anweisen an ihn. Und Fives wird weiter koordinieren an den Ahsoka-Trupp durch die Sonderregel koordinieren Klontruppler-Korpseinheiten. Dadurch sind diese beiden Einheiten auf jeden Fall immer mit einem offenen Befehl ausgestattet. Das sind so meine Gedanken zu meiner Liste. Ich hoffe, das war für euch jetzt nett anzusehen, auch mit den Bildern der Figuren. Und ich blende euch jetzt dann an der Stelle. Es ist das erste Mal, dass ich so ein Video mache. Also sorry, wenn es nicht gleich so richtig geil ist oder so. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Und ich blende euch dann einfach mal ein paar Bilder ein von den ersten Spielen oder ein paar Videosequenzen dann auch im Camcorder. Bevor ihr jetzt die ersten Bilder seht, sorry, ich hatte leider nicht die Zeit, wie ich es mir gewünscht hätte, mehrere Aufnahmen zu machen. Denn leider hatte die Deutsche Bahn mehrere Probleme und ich war leider am Wochenende auf die Bahn angewiesen und war weit über eine Stunde zu spät. Daher leider weit weniger Bilder und Videoclips, wie von mir gewünscht. Ich hoffe, sie gefallen euch trotzdem. Bis später.
Ja, hi Leute, kurz ein Zwischenvideo mit dem Sverak von Eingeschränkter Weltraumdienst. Hi. Ja, dein Fazit zum Turnier heute mal ganz kurz. Wir sind schon am Turniertagesende tatsächlich. Ja, grundsätzlich, wie ihr es hier im Hintergrund seht, wir befinden uns im Battleberg. Schwenkt euch mal rein. Ja, genau, in Kaiserslautern. Beim Kilian, genau, die haben einen neuen Laden und der ist endgeil. Also super viel Spielfläche, tolles Sortiment, sauber, ordentlich klimatisiert, mitten in der Lauterner Innenstadt. Also das auf jeden Fall dickes Plus. Viel Platz vor allem auch. Man ist nicht gleich Beklemmungsgefühl. Das ist richtig. Dickes Plus gab es leider nicht bei meinen Ergebnissen heute. Wie ging's aus? Ja, zwei Spiele verloren, eins gewonnen. Erstes Spiel gegen dich. Das war richtig nice, ihr habt den Facebook verfolgen können. Geil. Mega Verspätung. Und ich dachte schon, ich komme hier hin, Auto los. Holt er mich unten ab und ja, ich habe auf dich gewartet. Wir können noch eine Runde spielen. Dann ich habe ja nur verloren, weil wir nur vier Runden geschafft haben. Hast du nur vier? Wir haben vier Runden gespielt, weil du zu spät kamst. Aber das passt schon. Passt. Nee, ich hätte auch so, also erstes Spiel, aber gegen Freunde ist das immer was anderes. Ja. Zweites Spiel dann gegen den Silvarion, gegen den Kai aus meinem Team. Den Ex-Praktikanten vom Weltraumdienst. Den Ex-Praktikanten, genau. der mich dann ex-praktikantenmäßig auch mal von der Platte geputzt hat. Also das habe ich dann auch verloren und mein letztes Spiel konnte ich dann gegen Klone noch gewinnen. Sonst hätte ich auch, glaube ich, meine Armee verkauft. Stimmt, ich habe zu dir noch vorhin gemeint, du hast die Klone heute abonniert als Gegner. Ja, das soll man sagen, sie sind halt überall, ne? Klone spielen ist einfach, Klone spielen ist Win-Garantie schon fast. Schwer, sehr schwer. Ja. Nicht unmöglich, aber es ist schon, kommt auch immer auf den Spielern. Es gibt halt viele, die spielen halt auch wirklich immer noch mit den Klonen stabil und korrekt und nett, aber es gibt halt auch nicht, weiß ja, was ich meine, ne? Sehr statisch, sehr langweilig. So nenne ich sie gerne. Statisch, genau. Magst du kurz erklären noch, was du gespielt hast? Ja, ich habe natürlich die einzig wahre Fraktion gespielt, das Imperium, die Guten, und habe gespielt einen LATLE. Darauf habe ich mir die Garde gepackt, um die irgendwie... Jedem Spiel eigentlich? Ja, ich bin jedes Spiel mit der Garde gestartet tatsächlich, okay. Auf dem LAT. Hatte dann noch 6 DLT dabei, noch ein Reparaturdruiden, 5 DLT. Einmal Schneetrupp mit Delmico, das funktioniert echt gut. Ja, hat mich überrascht, hat das auch gefallen. Auch so als Gegner war echt nett und nette Kombi vor allem, Ball bewegen, ballern. Genau, oder halt zielen, bewegen, ballern, das geht halt immer noch. Und kommandiert hat das Ganze der General Viers. Kein anderer? Natürlich nicht. Mit improvisierte Befehle. Ja, improvisierte Befehle. Doch sehr Chor-lastig, das, was ich da aus dem Sack gezogen habe immer. Ja, die Liste macht Spaß, das funktioniert auch gut. Man kann die Garde halt vielseitig einsetzen. Ich habe es jetzt im letzten Spiel recht früh abgesessen, um mir Anakin abzufangen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Und ansonsten, ja, schöne, stabile Liste, aber nicht unbedingt Meta. Und damit gewinnst du auch, glaube ich, keinen Blumentopf. Kann man, ich glaube schon, man kann nur bei im vorderen Drittel mitspielen. Tendenziell, wenn man seine Liste beherrscht, das ist auf jeden Fall machbar. Kommt da immer noch das Spielskill dazu, ne? Genau. Den muss man auch haben. Die Gedanken zur Liste, Movement etc. Und wenn die Würfel nicht wollen, dann bringt das alles auch nichts. Das ist auch richtig. Was hast du gespielt? Ich habe gespielt General Kenobi. Der hatte, gehen wir mal ganz kurz durch, Machtreflexe, Machtstoß und Hartnäckigkeit. Ein Klonkommander mit Wachsamkeit, sonst hat er nichts gehabt. Ich hatte R2 dabei, 2 nackte AT-AT ohne irgendwas. Ja, das funktioniert. Ich höre immer wieder, es funktioniert nicht, aber es funktioniert. Ich kann es bezeugen, ging ganz gut. War ganz nett. 2 kleine Arc-Teams ohne einen Echo drin. 2x Phase 2, einmal mit Fives und Sunny, dass ich Moral treibe, war super die Bubble, gerade im letzten Spiel, auch im vorletzten Spiel. Die Moral 3 hat einige etwas überrascht, weil man Fives eigentlich nur in Phase 1 kennt. Ja, dann hatte ich noch eine Phase 2 mit Z6 und zu guter Letzt eine nackte Phase 1. Ja, aber auch du hast die Klone recht unkonventionell gespielt, finde ich. Also du hast dich nicht einfach nur irgendwo in die Mitte gestellt und dann Tokens geschert bis zum Umfallen. Sondern du hast dich bewegt, du hast Movement drin gehabt, du hast versucht zu tricksen, in die Flanke zu kommen. In Spiel 2 tatsächlich ein bisschen statischer spielen, weil ich hatte halt echt die klassische Rex-Gunline-Liste. Ja, da war ich dann auch dazu genötigt, erst runter zu dünnen und dann mit Kenobi vor und das hat mir das Spiel dann zum Glück auch gerettet. War aber auch sehr tricky. Gut, also ich fand das Turnier auch klasse, gerade Location ist dann mega groß, kann ich jedem Location nur empfehlen. Ist mega. Es ist auch noch viel Platz nach oben tatsächlich, also man kriegt ja bestimmt noch 6 Tische rein und man hat dann noch keine Beklemmungsgefühle. Ja, natürlich, ganz kurz wichtig, dass wir das sagen, natürlich hier alles Corona-konform. Wir sitzen jetzt hier beide, weil wir uns kennen, wissen, dass wir beide geimpft sind, ansonsten im Laden immer Maske, an den Tischen durften wir sie abnehmen, wir sind per Luca-App eingecheckt, die Leute sind geimpft, es ist genug Platz, also da auch alles tipptopp. Genau, sobald am Tisch weg, wenn du jetzt zu Toilette läufst oder Kassel mal was kaufen willst, dann die Maske an, ansonsten
Genau. Am Tisch war bequem. Also Daumen hoch, ey. Geil vom Battleberg gemacht, Kilian. Und auch das Team von Battleberg, tipptopp. Ihr seht uns ja auf jeden Fall. Ja, die waren auch da, die Jungs vorhin. Die waren einfach cool drauf. Auch in live, nicht nur wie in ihren Insta-Stories. Das passt auch in echt so. Ja, das stimmt. Muss man so sagen. Die sind authentisch. Ja, ganz genau. Danke dir für deine Eindrücke. Ja, gerne. Ja, wir switchen zu mir zurück. Genau. Ja, vielen Dank, Sven, für dieses kleine, kurze Interview. Und natürlich danke auch für die erste Runde. War toll gegen einen Kumpel, sag ich mal, einfach direkt auch zu zocken. Einen Nas, den man einfach auch kennt. War also ein sehr entspannter Start nach dieser komischen Anreise da morgens. Ja, ich war schon am Überlegen, tatsächlich auch wieder einfach retour fahre. Ja, bin froh, dass ich es nicht getan habe und war froh, einfach auch viele Leute wieder zu sehen, die man von anderen Turnieren natürlich kennt. Und herzlichen Glückwunsch nochmal an Selim für deinen Turniersieg. Bevor wir jetzt da auch noch eingehen, auch vielen Dank für dein Feedback zum Kanal, denn du hast dich als waschechter Fan von dem Kanal hier entpuppt. Und natürlich habe ich das Juicy und Magda auch schon ausgerichtet. Und auch die beiden haben sich sehr darüber gefreut. Ja, und ansonsten, ihr ahnt es vielleicht schon, ich habe Runde 1 gewonnen, Runde 2 gewonnen und Runde 3 war gegen Selim. Ja, er hat mich platt gemacht. Wir gehen auf seine Liste ein, denn ich fand die sehr interessant. Habe aber auch für mich gemerkt, oh je, du musst echt mehr gegen Rebellen wieder spielen. Also Jungs aus Karlsruhe, wir müssten mal wieder mehr spielen, vor allem Rebellen. Braucht er mehr Übung gegen. Ja, was hat sie denn gespielt? Er hat gespielt eine Liste aus Jyn Erso, Cassian Andor, K2SO, Chewie, 3 nackte Rebellentruppen, 3 nackte, also schon bei 11 Aktivierung, 3 nackte Wookie-Einheiten und noch einen Rebellen-Party-Boost mit unorthodoxen Taktiker. Ich kann euch leider nicht sagen, was sonst so in der Liste mehr war. Das weiß ich jetzt aus dem Gedächtnis heraus gerade nicht mehr. Auf jeden Fall war es halt so, ich habe einen schweren Spielfehler gemacht. Ich habe seinen Boost, wie sich auch herausstellte später, als einziger angegriffen in all seinen 3 Spielen. Ich hatte ihn zur Hälfte down schon, also 4 Schaden schon verpasst. Ja, aber ich hatte so viel Respekt vor den Wookies, die noch in etwas mehr wie Range 2 entfernt waren zum Zentrum der Karte. Da bin ich mit Kenobi halt in die Richtung gezogen, habe diese Wookies dort vernichtet. Es waren ja nicht nur 2 Einheiten Wookies da, es war auch noch Chewie da, es war auch noch eine Einheit Rebellen da. Und ich hatte einfach für mich so die Bedenken, wenn der Pulk an Lebenspunkten auch noch in die Mitte zieht, wird es echt haarig. Ja, muss aber auch sagen, Selim ist einfach ein echt cooler Spieler. Ich meine, seine T3-Werte, die sprechen auch für sich und ist mir natürlich von anderen Spielen von früher auch bekannt, von 2019. Dass er ein sehr starker Spieler ist und ich war einfach auch schon tatsächlich ziemlich runtergeschreppt von der Konzentration. Aber ich glaube, selbst dann, wenn ich fitter gewesen wäre, ich glaube, selbst dann hat mich Selim platt gemacht tatsächlich, weil mir einfach ein bisschen auch die Übung mittlerweile fehlt, gegen Rebellen zu spielen. Es war, glaube ich, tatsächlich erst mein 3. Spiel gegen Cassian Andor auch. Ja. Gut, Runde 2 war auch sehr interessant noch von den Spielen, denn Runde 2 musste ich gegen eine Klon-Infanterieliste ran, angeführt von Rex, 10 Aktivierung. War mir halt klar, okay, ich habe ja eine etwas mobilere Liste lang meinen AT-ATs, die sind ja relativ flink unterwegs, wenn sie wollen. Und Kenobi kann viel, viel Schaden, wenn er gut würfelt, auch abfangen dank der Evades, wenn er auch weiß, wie mit Evades gefüttert ist, also Ausweichmarker, dann kann er einiges auf sich lenken. Also habe ich darauf gehofft und zum Glück hat es mein Gegner auch gemacht. Wir haben Feuchtigkeitslaboratoren als Mission gehabt, wir haben Langer Marsch gespielt, also wir sind, ja, ich konnte, also mein Plan ging auf, mein Gegner hat recht früh Langreichweitenwaffen rausgehauen oder auch Karten, sprich zum Beispiel die Karte Luftunterstützung. Dadurch war schon mal eine Long-Range-Waffe raus aus dem Spiel bei ihm. Ich habe eher mehr auf Verteidigung erstmal gesetzt und erstmal einfach Feuerkraft versuchen zu schlucken, bevor ich mit Kenobi vorgehe. In der zweiten Runde hat er dann auch gespielt die 2er Rex-Karte, in der er die Reichweite seiner Waffen erstmal erhöhen kann, wenn er ein Ziel dabei hat. Ja, und damit war mir klar, okay, jetzt ist Runde 2 rum, jetzt sollte ich mit Kenobi vormarschieren. Genau das habe ich auch getan. Ich bin mit Kenobi dann vorm Ende von Runde 2. War dann ab Runde 3 quasi im Nahkampf bei ihm, habe dann angefangen da zu wüten mit meinem Jedi-Meister. Fives ist hinterhergerannt, er hat auch diese Heilung von dem Sanitäter gebraucht, Kenobi. Sonst wäre Kenobi schon ein bisschen früher verstorben.
Aber ja, dann hat er mir ein bisschen Probleme gemacht, denn sein R2 wollte einfach nicht zerstört werden. Ich habe es dann schlussendlich doch geschafft, R2 zu vernichten. Er hatte nämlich keine weitere Freunde Einheiten irgendwie bei ihm in der Nähe zu R2. Mein R2 hingegen hat mir das Spiel gewonnen tatsächlich, denn in Runde 6 ist quasi R2 in die Aufstellungszone von ihm reingefahren und hat den Siegpunkt gesichert. War auf jeden Fall ein spannendes Spiel und habe halt diese Steifheit dieser Liste, der Kloninfanterie-Liste, einfach gegen sie verwendet. Ja, so viel zu den Spielen. Ansonsten, das Turnier war mega gut wieder. Die Location von Battlebier, die neue, ist echt nice. Also die haben auch noch sehr viel Platz, um das Ganze noch größer zu machen, was halt ein super Vorteil ist für Battlebier, da sie nicht so schnell sich irgendwie was suchen müssten, um was Größeres zu machen. Also ich glaube, am Oktober ist ja nochmal ein Turnier. Da werde ich auf jeden Fall da sein. So viel sei schon mal gesagt. 16. Oktober bin ich wieder am Start. Ich weiß aber noch nicht, ob ich eine Platte mitbringen kann. Werdet ihr sehen, werdet ihr euch auf dem Laufenden halten oder mich mit Kilian auch natürlich absprechen, dann wie es da aussieht mit meiner Unterstützung, dass ich einen Spieltisch zu dem Turnier dann mitbringe. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Turnier. Vielen Dank für das Organisieren, Kilian. Grüße gehen raus. Und ich möchte noch was einbinden, weil die haben mir echt gut gefallen. Ich war mir noch nicht sicher, ob er es bemalt hat. Grüße gehen raus an Maiko. Da ist auch Grüße an seine Frau unbekannterweise. Ich finde diese klaren Ren-Figürchen hier, also die Mandalorianer in diesem lila-pink-Metallic-Look, echt ganz nett. Also, ja, hat mir einfach gefallen, dieses schlichte Malschema, ohne natürlich jetzt da irgendwas groß zu shaden oder so. Mir hat einfach dieser Farblook gefallen. Wollte ich euch einfach hier auch noch mit reinpacken. Und, ja, Hut ab auf jeden Fall für die Malleistung, weil auch hier ein paar Kantenakzente probiert wurde. Ja. Kann man sich durchaus nicht, also man braucht sich in dieser Malarbeit nicht verstecken, gerade nicht als Anfänger. Wollte ich einfach auch noch loswerden. Das soll es gewesen sein zum Turnier. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Der kurze Abriss darüber und auch ein paar Gedankengänge, wie ich welche Spiele gespielt habe und was ich da mir so bei gedacht habe gegen die Listen. Ja, ich freue mich schon aufs Turnier im Oktober. Bin gespannt, was dann sich dann nochmal tut im Battlebier bis dahin. Kann auch den Laden einfach nur empfehlen. Also super Sortiment, die Jungs super sympathisch, die sind auch so sympathisch, wie sie in ihren Instagram-Videos sind da, in ihren Insta-Stories, die sind authentisch vor allem auch. Haben wir ja auch vorhin zusammen gesagt, Sven und ich, gibt's gar nichts, also. Und ich freue mich drauf, im Oktober wieder dann ein paar andere bekannte Nasen zu sehen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao!